Wir haben aber ein anderes Problem, Chat. Und darüber möchte ich kurz mal mit euch sprechen. Und zwar gestern hat sich was ereignet. Nee, eigentlich nicht nur gestern, sondern auch irgendwie am Sonntag. Und das greift so ein bisschen ineinander über. Und ich habe mir jetzt von gestern zu heute wirklich sehr viele Gedanken darüber gemacht. Es war gestern sogar so weit, dass ich mich aufs Sofa gelegt habe, einen Film zu gucken, um einfach mal inne zu gehen, um ein bisschen darüber nachzudenken. Und nun, falls der ein oder andere das Sonntag mitgekriegt hat, ich hatte Sonntag einen ganz schönen Tilt. Also wahrscheinlich, ich kann das gar nicht sagen, aber ich würde mal behaupten, so ein Tilt hatte ich schon lange nicht mehr im Stream. Also wirklich, der kam von Herzen, der war sehr laut und der war sehr unangenehm. Und mich hat mein Vermieter am Sonntag angeschrieben und wir haben doppelt verglaste Fenster, muss man dazu sagen. Er stand auf der Terrasse und hat das gehört und hat mir geschrieben, du kannst ein bisschen leiser sein. Das ist am Sonntag passiert. In einem Rennen, weil da Sachen passiert sind, die nicht cool waren. Man hätte sie aber auch einfach stillschweigend und vernünftig lösen können. Und gestern ist so eine Kleinigkeit vorgefallen, wo vor mir ein Unfall war, ich ausgewichen bin und wieder zurück auf die Strecke gefahren bin und dann jemand anderes abgeschossen hat. Und ich betone es extra so, ich habe jemanden abgeschossen, weil es am Ende auch so ist. Und dafür habe ich einen Report kassiert. Ich habe ich habe eine Verwarnung jetzt gekriegt, weil mein Account noch nicht auffällig war. Und der flatterte gestern Abend rein. Ich habe mich dann gestern Abend nochmal kurz mit Kylan rückversichert zu meinem Verhalten als jemand Außenstehender, der das nochmal bewerten kann. Und habe das mitgenommen und bin nochmal innegegangen. Und wir haben gestern 20 Minuten über diesen Fall rumdiskutiert und ich habe mich bei ihm zwar entschuldigt und wir haben gewisse Zeit darüber diskutiert im Chat, also im Voice-Chat in iRacing. Ich habe jetzt keine Beleidigung rausgehauen, sondern habe versucht, ruhig mit ihm zu sprechen. Er hat mich jetzt dafür reported, dass ich abusive language benutzt habe und Negativity und Beleidigung und sowas, was ich nicht verstehen kann, was mir in dem Moment aber auch erstmal egal ist, weil dieses 2-3 Runden quatschen war dumm. Darüber müssen wir jetzt nicht reden, das hätte man nicht machen müssen. Und diese ganze Diskussion, die wir gestern da geführt haben, war eigentlich überhaupt nicht zielführend und schwachsinnig. Man hätte sich die Scheiße auch einfach klemmen können, weil es unwichtig war. Das sind belanglose Dinge, wisst ihr? Wir sind online unterwegs im Racing und diese ganzen Diskussionen darüber sind halt echt schwachsinnig, weil wir um nichts fahren. Wir fahren einfach nur für einen virtuellen Penis. Und das hat mir gestern wirklich am Ende zu denken gegeben, warum ich in letzter Zeit immer so getiltet bin von dem Scheiß. Und ich habe mir darüber jetzt wirklich mal Gedanken gemacht, dadurch, dass wir jetzt in Road beispielsweise uns dieses Ziel gesetzt haben oder diese Ziele gesetzt haben und jedes Mal, wenn es hochgeht, kommt irgendeine Blitzbirne. Also ich sage jetzt wirklich mal bedacht Blitzbirne, wenn Leute da richtig hart reindiven und ich dann wegrätschen, gerade in den Endorennen, dann ist man schon irgendwie ein bisschen tilt, wenn man diese Ziele dann doch gerne mal erreichen möchte, weil da ja ein bisschen was hinten dran hängt. Und ich muss wirklich feststellen, dass iRacing und auch die iRacing-Community auf eine gewisse mimige Art und vielleicht auch auf eine bisschen ernste Art, das echt in fast allen Fahrern die Stream fördert. In fast allen. Nicht alle, aber fast alle. Weil der Umgang ist doch etwas wilder. Also wenn du Streams konsumierst, hast du einen Großteil der Streams, ist wirklich sehr tiltig, auf eine mimige Art und Weise. Und das steckt irgendwie so ein bisschen an, habe ich das Gefühl. Weil gerade jetzt so die letzten paar Wochen habe ich doch ein paar Streams geguckt, um was zu lernen, logischerweise. Bei denen kann man auch was lernen. Aber ich habe mir dann auch gleichzeitig dieses Verhalten angeeignet, was ich gar nicht so gut finde, weil ich das grundsätzlich ja verabscheue, mich so zu bewegen, da ich ja auf eine gewisse Art und Weise eine Funktion habe, die was mit Vorbild zu tun hat. Da das jetzt 2 Tage hintereinander so passiert ist, habe ich mich selber dazu ermahnt, das nicht mehr zu tun in der Zukunft. Also ich möchte selber gar nicht mit solchen Fällen so umgehen und auch gar nicht so ausrasten. Also das ist ja auch gar nicht gut fürs Herz. Ich bin fast 40, ich rauche, Mensch, sonst mache ich ja den Alex. Und das Gute ist, dass es passiert ist. Das Schlechte ist, dass wir gestern diese Diskussion geführt haben und ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber so im Stream hat man immer das Gefühl, man muss sich selber verteidigen, anstatt zu sagen, jo, ist so.
Und ich mache ja viel, wenn es so um Kritik geht und Menschen, die Sachen bei mir an den Pranger stellen, sage ich, jo, hast du recht, nimm ich an und korrigiere das. Aber beim Racen klappt das manchmal nicht. Und das ist für mich so ein Fazit, was ich aus den letzten 2 Tagen ziehe, wo ich sage, das ist eine Eigenschaft, an der ich on-stream sehr gerne arbeiten möchte, dass das in der Zukunft nicht mehr passiert. Weil das nicht geil ist. Das ist nicht schön. Vor allen Dingen macht das auch den Streamer mal kaputt und dann ist das auch nicht mehr unterhaltsam. Also Ermahnung an mich selber an der Stelle war nicht cool. Ich habe dem netten Herrn jetzt nochmal eine Nachricht geschrieben. Also nochmal extra. Den Report habe ich jetzt kassiert. Das ist auch vollkommen fein und alles in Ordnung. Da diskutiere ich auch gar nicht rum. Das nehme ich mit und das ist auch sein absolut gutes Recht. Und wir werden in der Zukunft mal ein bisschen uns anders wieder auf der Rennstrecke bewegen. Oder versuchen, ein bisschen uns anders zu bewegen. Ein bisschen schlauer, sagen wir es mal, mit mehr Rennintelligenz. Das ist so die Quintessenz, die gestern dabei rausgekommen ist. Wenn du wieder so viel diskutierst, dann mache ich einfach Werbung an. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut, wirklich, Kylan. Da wäre eine Ermahnung und einfach, ich mache Werbung an und dann ist das okay. Es ist wirklich, es ist wichtig, dass man das so tut, denn wie gesagt, im Nachgang, wisst ihr, so eine, man geht duschen, man war auf Toilette, man hat sein Käckerchen gemacht, dann denkt man über diese Sache ganz anders und impulsiv in dem Moment so zu handeln, ist einfach, ist nicht gut, ist nicht schön. Nah. Das ist nicht gut. Hyper souverän und inspirierend. An der Stelle, cheers, auf dich. Ja, ich war sehr laut, Captain GT. Also deswegen, wenn man, also wie gesagt, wir haben doppelt verglaste Fenster und sehr, sehr dicke Wände und ISO ist auch hier sehr fett. Wenn der das draußen gehört hat, war das sehr laut. Und das war auch sehr laut. Und das war auch nicht gut. Aber das hat mich sehr getiltet in dem Moment. Das war nicht schön. Ich sag's ja, bisschen, immer ein Piano. Ein bisschen Piano.